Du auch? Und Papa auch. Wir alle. Papa ist sogar müde, wenn er zurückkommt. Kommt. Der kommt immer ganz spät zurück. Und ich kann mich Samstagabend noch gar nicht ausruhen. Wieso hast du Stress? Samstag ist Katharinas Geburtstagsparty. Freitag, Sonntag, Janas. Ich dachte, du gehst zu Katharinas Partystress. Geburtstag. Beide. Natürlich, sie geht zu beiden. Auf die Janas-Karte dauert 2 Stunden und eine halbe oder nur 2 Stunden. Dann kann der die Hälfte mit zu Joshua kommen. No, danach gehen wir zur dritten Geburtstagsparty. Oh Gottes Willen. Cool, ich bin im Partystress. Papa, hast du Partystress? Partystress? Papa! Wir können doch auch einfach nur hinfahren. Nee. Ja, guck mal, wen mein Papa mit. Wir müssen ihn dann wieder abholen. Oh Gott. Ja, man müsste, ja, dann müsste bestimmt wieder hin. Dann müsste wieder weg. Nee, wir können ja ein bisschen spazier fahren. Ach, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Und? Bio-Schande vom Hühnerhof. Die Bio schon. Wieder haben sie wieder Hühner, tote Hühner entdeckt. Jetzt geht es wieder los mit der Hühnerei. Das ist wieder eine große Demonstration. Die ganzen Traktorfahrer kommen alle wieder von Prenzlau und überall. Haben es auch 17 und wieder. Aus diesem Brandenburger Stall kommen die teuren Eier mit dem Gütesiegel. Rausgehen mit dem Auto. Und wenn man so Krümel reist, damit die ja nicht auffällt. Das ist sie mal verkauft. Ja. Ja. Da wie man Mann, aber das ist um die ganze Lage immer mehr rausgeschmissen. Naja. Nicht los in der Welt. Auftrag 1, heute fertig. Und der Haifisch, der hat Zeit, und die trägt er im Gesicht. Doch der Mäcki hat ein Messer, und das sieht leider nicht. Ich erinnere mich an dieses Rad. Und zwar deswegen. Achtung, geflickter Reifen von außen. Habt ihr noch nie gesehen. Also erstmal schon, dieses Ei hier drin. Dieses Ei ist ja schon phänomenal.
Das sieht er, seht ihr, wa? Da. Aber jetzt kommt's. Hier fliegt der Reifen, Achtung. Tada! Was haltet ihr denn davon? Ist das genial? Hat da irgendjemand irgendeinen Plop dran gemacht? Caesar-Film oder irgendwas? Um diesen Reifen zu flicken, ich hab's noch nie gesehen. Genau, ey, ihr lobt nicht, was ich hier alles schon gesehen hab. Genial. Selten sieht man sowas Kreatives, aber kommt auch mal vor. Was ist denn jetzt hier zu machen? Ach so, ja, so Eiern wie das Vorderrad macht auch hier dieser Kranz. Schaut mal. Schau, schau, schau. Deswegen baue ich den jetzt ab. Da kommt eine neue Kettenradgarnitur ran. So. Reparatur in einem anderen Fahrradladen gemacht und nicht zufrieden. Naja, das habe ich aber manchmal auch bei Leuten, die hier eine Reparatur machen. Das hat nichts zu sagen. Der ist ein bisschen tief, der Schnitt. Ne? Seht ihr den? Darum, klack. Hat sie gemeint, zu Recht, wie ich finde, in dem Fall aber. Den Reifen hätte man noch gleich mittauschen können. Weil an der Stelle beult es jetzt halt nach außen. Das ist klar, weil das Gewebe ist zerstört. Und den Reifen mit so einem langen Cut, da ist ja so lang, den muss man tauschen. Ja, auch wenn der nicht ganz durch ist oder vielleicht nur auf der vielleicht 2-3 mm durch ist, den muss man tauschen, der reißt ja weg sonst. Da sammelt sich sofort neues Zeug und dann ist der wieder platt. Schauen wir uns gleich nochmal von innen an, wie der von innen aussieht. Nicht kontrolliert und dann mit dem Aufpumpmaterial sehen, eieiei. Das ist ja kaputt. Ja. Den kann man nicht drin lassen. Das ist zur Fülle und der Rest reißt ja auch auf beim Fahren. Denn. Tja, wieder rein damit. Fertig ist. Fertig, so, next. Da hat ab 18 Uhr nicht ein Tier sich irgendwie nochmal geäußert. Tiere? Nix. Also es gab da Tiere, aber die waren alle
Mutterschlaf. Netflix gucken. Total gemein und still. Das ist gut. Aber auch schön. Das ist so unter Spreewald, also nach Südosten raus. Okay. Neuendorf am See. Und du so? Ja, hier. Ja, nee, naja. Und gut hier? Psychiatrie offener. Psychiatrie, genau. Entscheidung für sowas wäre natürlich. Ah, ja, guck mal hier, jetzt haben sie das 200 Euro gesenkt. Kann man online bestellen. Kommt in 3 Tagen. Und das Beste an unserem Licht, was wir hier hinten montiert haben, ist, dass man es nicht sieht. Sollte man sich ein wenig höher befinden, als. Ey, das ist ja echt beschissen hier, oder? Wie kann ich denn, wenn ich das durchplane, dieses Licht hier ranbauen, hinter diese Strebe? Ich sehe es so nicht. Die stellen auch manchmal so Bäume vor Straßenverkehrsschilder. Ja, aber wie bescheuert ist das? Dreh mal vorne am Rad, das leuchtet doch nicht. Das ist ein Ingenieur, das ist ein Ingenieur, die hat sich noch nie miteinander unterhalten. Ja, aber derjenige, der das konzeptioniert hat, das Rad. Hat keiner. Konfektioniert? Nein, da gibt's keinen. Natürlich ist eine Anniversary Edition, hast du. Die Fabrik macht das, die macht das und an der können wir das zusammenbauen. Zack, da wird doch nicht lange drüber nachgedacht. Digga. Dreh mal am Rad. Du bist ein deutsches Ingenieurding. Hier? Am Rad vorne. Und? Guck mal, Strobo. Ist ja eh beschissen. Ja, das wusstest du aber. Das wusstest du aber. Das wusstest du aber. Beschwer dich nicht. Du bist auf diesen Planeten gekommen. Und ja, um zu sagen, wie, wo geht. Nietzschewo. Am dritten. Gutchen, die Sache verdichtet sich ja. Dritten, ich brauche diese Rikscha. Darf ich dir wirklich dann am Sonnabend vielleicht dann schon da rumfahren? Und du kommst auch? Oder fährst du gemeinsam mit mir dahin? Machen wir so einen kleinen Aufriss? Also wie so eine Parade? Naja, ich muss ja mit meiner Familie. Achso. Also es ist eher. Ich brauche erstmal eine Einladung. Du hast. Ja, die Einladung sind fertig. Ich Hey, fertig jetzt alle. Die bekommen diese Woche raus. Einladung mündlich hast du ja schon. Na, mündlich, bla bla. Ja. Ich brauche schriftlich jetzt, sonst verhesse ich das doch. Ja, okay. Am dritten. Hey. Ist schon. Was ist denn das für ein Tag? Ein Sonntag. Ach so, ja. Natürlich, ja. Aber ich brauche das. Kannst du auch gerne die Lücken mitbringen, so. Ist ja ein Platz. Das muss ich doch. Ja, na, sag mal, die Familie, wenn so, ja. Geil. Echt? Ja. Das werden wir ja gar nicht verraten. Wie? Nee, ja. Wieso nicht? Naja, viele Menschen, die ich kenne, so. Sie ist, wie gesagt, sie ist in Not. Der Fischsuppe kocht hier in meiner Bude. Fischsuppe? Wer war sie doch damals? Das war doch die Fischsuppenfrau. Oh, gleich fällt's runter. Bianca hat eine Fischsuppe gekocht. Hier oben in der Bude noch. Ist doch, wo er immer gekocht hat. Ja? Echt? Aber jetzt mit Bianca zu sein. Ja, klar. Bianca. Weiß nicht, die andere Frau. Irgendwo blonde, kurz halt. Die Kleine. Ja. Mama von Matteo. Ja, so hat er gesagt, den Tag. Ja, cool. Das weiß ich gar nicht mehr. Na, du hast ja überhaupt keine Ahnung an deine Vergangenheit. Das ist ja kein Wunder, dass das mit dir was zu tun haben möchte. Das sind viele Lücken. Aber auch gute Lücken. Gut, so Lücke zu haben. Mut zur Lücke. Und du hast ja auch bald Geburtstag und dann gibt es ja auch ein Geschenk und dann musst du aber auch Zeit haben für dieses Geschenk. Ach du dicke Drei. Ja. Da muss ich noch Zeit haben. Naja, hast du ja, dann bist du ja am. Naja, ich arbeite ja. Ja, aber du bist ja dann ein bisschen freier. Da kommen ja nicht immer so Leute reingerannt plötzlich. Nein, ich arbeite ja in der Unterwerkstatt erstmal im November. Ach so, du machst Praktikum. Nein, dann brauchst du mein Geschenk erst recht. Ach du liebe Zeit. Trink mal einen letzten Schluck Kaffee hier. Kaffee. Prost. Ich hab das mega fest und dann wackelt das schon wieder unter mir. Was ist denn das? Einer Fahrt. Das nennt sich Sattelstütze.
Ja, man muss die natürlich auch in die Mitte schieben. Ja, hatte ich ja auch immer, das ist so. In die Mitte. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das hat er sich doch mal alles selber gesagt. Ja. So, Zeit für Mittag. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen im Tommys kleinen Bastelstübchen. Was haben wir denn hier? Ein wunderschönes Mond, ja. Schaut mal die Rahmenform. Yay, ist das ein Schwung? Genial. Mondia. Ja, von den Komponenten hier jetzt nicht so dralle, aber von dem Rahmen hier. Dieser Schwung hier, also wenn man zum Aufsteigen diese, also das ist ja, das finde ich gut. Das ist sehr eigen. Und das Problem liegt hier. Also damit ist er schon eine Weile gefahren. Das ist nicht gut. Na, machst du jetzt den Staubsauger? Staubsauger. Alter, wieso hast du die Fahrradwelt heute im Stich gelassen? Geht's dir gut? Teufel. Ja, war doch nur kurz. Ja, war und zu spät. Und zu spät, das war eine Scheiße. Ich hab echt verschwitzt, hab einen Termin gehabt. Bin mit meinen ganzen Fahrrädern hier rübergekommen. Vier Stück auf einmal so. Hast du richtig gezittert dabei. So. Machst du dich jetzt lustig darüber? Ja, mein. Warum eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Du bist doch der Lügner. Dann kann ich auch lügen. Guck mal, du bist ein Lügenbold. Willst du einen Bundesadler haben? Ein Bulli, ja, sicher, klar. Immer. Habe ich extra aus Hagen für dich mitgebracht. Aus Hagen? Ja. Was macht denn der? Das ist ja nur ein halbes Tütchen. Habe ich auch zu denen gesagt, ob das symbolisch für deren Arbeit steht. Halbe Sachen. Herrlich, herrlich. Aber hier ist die andere Hälfte. Oh, das ist aber dann siamesisch, ne? Moin, ja, was? Liegt nicht übereinander. Was denn? Kannst du mal was zurückstellen, die Schraube an der Bremse? Die Schraube an der Bremse? Die ist ein bisschen fest und die andere ist ein bisschen zu weit. Na, was brauchst du denn jetzt dafür? Naja, so einen kleinen Schlüssel. Was für ihn?
Denke Blüste. Das musst du doch wissen. Kreuzschlitz oder was? Nee, Imbus. Na gut. Imbus. Einer zu hart, anderer zu weich. Imbus. So, sauber. Sauber, sauber. Die Lager ist auch sauber. Tja, was sollen wir machen? Das ist ein spezielles Lager. Habe ich nicht da. Gibt es vermutlich auch nicht mehr. Ein Hatta High Cup. Was auch immer. Gucke ich mal nach, ob ich davon was darüber was finde im Netz oder so. Ein spezielles Lager da drin. Okay, ich habe jetzt ein altes. Sehr gute gebrauchte Lager auseinandergenommen. Also eigentlich wollte ich das nicht in so einem Kundenrad verbauen, aber was soll man machen? Also es ist keine Chance bei dem Lager. Diese Gewinde. Entschuldigung. Die Schalen musste ich wieder verwenden. Die waren auch in Ordnung, völlig intakt. Und die Welle habe ich nicht in der passenden Länge gehabt. Dann habe ich jetzt die Tretkurbel mit angepasst und jetzt läuft's. Aber so ein Rad habe ich noch nie gesehen. Echt. Alles so ein bisschen. Ja, ich mache auf alle Fälle Feierabend jetzt. Hältst du davon? Das finde ich schön. Schön, ja. Auf alle Fälle einen schönen Feierabend wünsche ich euch allen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Meine Frau ist schon müde. Ich auch eigentlich, aber ich schneide noch. Nur für euch. Nur für euch schneide ich. Deswegen bitte kommentieren. Bitte auch Daumen hoch. Immer Daumen hoch. Und freue ich mich, wenn er dabei bleibt. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen trist ist. Manchmal ist es so.